Auch in dieser Woche waren wir für Sie unterwegs in der Region, um die spannendsten und interessantesten Themen zusammenzufassen. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Panoramas. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Passend zum Muttertag haben wir für Sie Tipps, wie Sie Ihre Lieben beschenken können. Wir waren beim Paul Walker Gedenk- und Tuning-Treffen am Red Bull Ring für Sie mit dabei. Labella präsentiert schicke Mode für Seniorinnen und die Sportlerehrung in Judenburg ist ebenso ein Thema. Einmal mehr werfen wir mit Ihnen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen eines international tätigen Unternehmens. Diesmal steht die Firma SKF im Mittelpunkt bei unserer Serie Kraft das Murtal – attraktive Arbeitgeber. Kraft durch Übertragung von Verantwortung. Seit 2006 ist die Firma SKF Sealing Solutions Austria GmbH Teil der SKF-Gruppe, dem Weltmarktführer bei Wälzlagern mit weltweit mehr als 40.000 Mitarbeitern. SKF Sealing Solutions Austria steht für höchste Qualität und schnellste Lieferzeiten, wenn es um Dichtungen und vor allem um kundenspezifische Dichtungslösungen geht. Besonders stolz ist man im Unternehmen auf die gut ausgebildeten Mitarbeiter, die tolle Karriere machen. Joachim Rupp zum Beispiel hat 1997 die Lehre als Elektroanlagentechniker absolviert und nach einigen Jahren Berufserfahrung auch die Werkmeisterschule für Elektrotechnik mit Auszeichnung geschafft. Besonders für seine jetzige Tätigkeit als Prozesstechniker bot ihm das Unternehmen vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten. Die Firma hat mir die Chance gegeben, dass ich die REFA-Ausbildung für den Arbeitsvorbereiter absolvieren durfte. Weiters konnte ich voriges Jahr die Six Sigma Black Belt-Ausbildung im Ausland absolvieren, war dazu in Schweden, Holland und Tschechien. Die Hauptsprache dieser Ausbildung war auf Englisch. Six Sigma ist ein wichtiges Tool für SKF zur Prozessoptimierung und Kostenoptimierung im Unternehmen. Ich konnte diese Ausbildung während der Arbeitszeit absolvieren und die Kosten für diese Ausbildung wurden von der Firma getragen. Gerade auch das Thema Verantwortung spielt neben der Mitarbeiterqualifikation im täglichen Arbeitsprozess eine zentrale Rolle. Wir wissen, dass die Mitarbeiter sich dann entfalten, dass wir dann ein gutes Arbeitsumfeld haben, wenn wir entsprechende Verantwortung übertragen. Und nur dann identifiziert sich der Mitarbeiter auch wirklich mit dieser Tätigkeit, mit diesem Projekt bzw. mit seinem Job. Uns ist aber auch bewusst, dass eine fortlaufende Weiterbildung unserer Mitarbeiter essentiell ist, um unsere Position als Marktführer im Bereich der gedrehten Dichtung zu halten. Technisches Know-how und kompetente, motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg. Das beweist die SKF Sealing Solutions Austria GmbH einmal mehr und dass unsere Region viele attraktive Arbeitgeber zu bieten hat. Mit Unterstützung vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, der Europäischen Union und dem Land Steiermark. Einmal mehr werden wir am 25. Mai aufgefordert, von unserem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es geht um die Europawahl. Einer, der sich für ein neues, soziales und gerechtes Europa einsetzt, ist der Spitzenkandidat der SPÖ Steiermark, Jörg Leichtfried. Er kämpft für eine gerechte Steuerpolitik, möchte Arbeitsplätze schaffen, die Grundversorgung sichern und die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Und er setzt sich für ein neues, soziales und gerechtes Europa ein. Jörg Leichtfried. Vor kurzem lud er am Judenburger Hauptplatz und im Café Mitoni zu einem gemütlichen Pressegespräch ein, um 4 Wochen vor der Europawahl die Bevölkerung zu mobilisieren. Ich glaube, man muss sich nicht einmal für Europa entscheiden. Europa gibt's, das ist Faktum, aber man muss sich entscheiden, in welche Richtung Europa gehen soll. Soll es so weitergehen wie jetzt, dass hauptsächlich die großen Konzerne, die großen Banken profitieren und die Leute, die hart für ihr Geld arbeiten müssen, nicht profitieren, oder wollen wir das ändern? Das ist eigentlich die Entscheidung bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Und wir Sozialdemokraten, wir möchten das ändern. Wir möchten fairere Löhne
Wir möchten, dass dieser Reichtum, den es de facto gibt, der aber nirgends zu sehen ist, besser verteilt wird. Das wollen wir in Europa ändern und wer das möchte, muss einmal erstens hingehen und zweitens dann auch Sozialdemokraten wählen. Wer das nicht möchte, soll hingehen und die wählen, die jetzt die Mehrheit haben. Das sind die Konservativen, die Liberalen. Das ist die Situation, wie sie ist. Nur wer sich entscheidet, nicht hinzugehen, der hat natürlich das Problem, dass er nichts mit beeinflussen kann und sich eigentlich auch nachher nicht mehr beschweren kann. Wenn Sie jetzt glauben, dass uns Europa eigentlich nicht betrifft, dann liegen Sie falsch. Denn es gibt unzählige Beispiele, mit denen wir im täglichen Leben mit Europa konfrontiert sind. Beispielsweise Kennzeichnung von Lebensmitteln, europäisches Recht, Lebensmittelinhaltsstoffe, europäisches Recht. Wenn Sie mit dem Bus fahren, die Vergabe der Buslinien, europäisches Recht. Eisenbahn, europäisches Recht. Wenn Sie fliegen und abstürzen, dann untersucht die Europäische Agentur für Luftfahrtsicherheit, warum sie abgestürzt sind. Hilft ihnen zwar nicht mehr, aber zumindest wird es ordentlich untersucht. Also stimmt die Ausrede, Europa betrifft mich nicht wirklich? Nein, die ist wirklich ein Unsinn. Man schätzt, dass es derzeit 75% aller Gesetze, die in Österreich gelten, schon europäischen Ursprungs sind. Und das ist schon sehr viel. Entscheiden auch Sie sich für ein transparentes, bürgernahes Europa, ein Europa der Menschen. Und setzen Sie mit Jörg Leichtfried am 25. Mai gemeinsam ein Zeichen. In unserem nächsten Beitrag geht es um einen ganz besonderen Tag, den 11. Mai. Sie fragen sich gerade, warum der 11. Mai? Muttertag findet an diesem Sonntag statt. Und wie Sie Ihrer Mama oder auch Ihrer Oma eine ganz besondere Freude machen können, das sehen Sie jetzt. Zart duftet es bei Bella Flora in der Arena am Waldfeld. Nach Freude, nach Frühling und nach Glück. Die bunten Farben und die herrliche Vielfalt machen so richtig Lust auf Garten. Lust, sich auszutoben, Neues auszuprobieren und vor allem Lust, anderen Geschenke zu machen. Und besonders jetzt zum bevorstehenden Muttertag gibt's hier genau das Richtige für alle Mamas. Unsere schönsten Geschenksideen sind von unseren Mitarbeitern handgemachte blühende Arrangements, denn diese lebenden Pflanzen bereiten auch noch lange nach dem Muttertag hinaus sehr viel Freude. Und wenn die Beschenkte schon viele Blumen zu Hause hat, hat auch der Profi einen Tipp für sie. Da schenkt man am besten herrlich duftende Kräuter für die Hobbyköchin, leckere Gemüsepflanzen für die eher gesundheitsbewusste oder eines unserer beliebten Terrassenobstbäumchen für die Gärtnerin. Denn am 11. Mai gilt wieder, für die besten Mütter nur die schönsten Geschenke. Übrigens gibt es bei Bella Flora auch viele Gemüseraritäten, zum Beispiel auch von Achenoa. Unter dem Motto Alte Sorten neu entdecken bietet man eine Vielfalt an Gemüsepflanzen und Kräutern. Und besonders von den leckeren Gemüsepflanzen, die auch am Balkon Platz finden, nascht man doch gerne. Überraschen auch Sie Ihre Liebsten zum Muttertag und öffnen Sie Ihr Herz für Geschenke von Bella Flora. So beschenkt, so glücklich. In unserem Interview der Woche geht es diesmal um eine ganz besondere Dame. Wer sich dahinter verbirgt? Hier kommt die Antwort im Interview der Woche. Gute Unterhaltung beim Interview der Woche wünscht Ihnen die Therme Aqualux. Unser heutiges Interview der Woche dürfen wir mit Anne Schüller führen. Herzlichen Dank, dass Sie jetzt kurz die Zeit für unser Gespräch gefunden haben. Gerne, gerne. Frau Schüller, Sie sind Europas führende Expertin für Loyalitätsmarketing und ein kundenfokussiertes Management. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Also Loyalitätsmarketing, da geht es um freiwillige Treue, nicht um Kundenbindung, um freiwillige Treue, emotionale Treue, Treue, die im Herzen passiert. Und solche Kunden müssen begeistert werden und die müssen fasziniert sein und die müssen sozusagen ihre Marken zur Love Mark machen. Und wenn das passiert, dann ist der Wettbewerb kein Thema mehr. Solche Kunden sind Fürsprecher, die sind Verteidiger der Marke, Botschafter der Marke, kostenlose Verkäufer.
Okay. Klingt sehr spannend. Ja. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen und was war dann ausschlaggebend, wo Sie gesagt haben, ja, ich möchte mein Wissen auch weitergeben? Ja, also ich bin seit 12 Jahren jetzt selbstständig, war früher selber im Marketing, am Ende bei einer großen internationalen Hotelgesellschaft und da haben wir natürlich immer mit Loyalität zu tun gehabt, auch zu dieser Zeit schon mit Mundpropaganda und Weiterempfehlungen zu tun gehabt und ich habe eben den Nutzen erkannt, weil ich war bei einer Hotelgesellschaft, wo es wenig Werbebudget gibt. Das heißt, man muss sich da etwas anderes einfallen lassen und genau das ist der Punkt. Brain statt Budget, das heißt, ich muss mir was einfallen lassen, ich muss die Leute verzaubern. Und dann passiert das mit dem Loyalitätsmarketing. Und irgendwann habe ich mich damit selbstständig gemacht und angefangen, Bücher zu schreiben und mein Wissen in die Welt zu schicken. Heute Abend sind Sie in Jüttenburg zu Gast, um Unternehmen der Region unter dem Motto Start Me Up Frühlingsoffensive für Ihr Business Tipps und Tricks zu verraten. Wenn man jetzt gerade ein Unternehmen gründen möchte, worauf sollte man achten? Oder besser gesagt, was sind die größten Fettnäpfchen, die man vermeiden sollte? Also wenn ein Unternehmen gründet, braucht natürlich zunächst die Geschäftsidee. Die sollte einzigartig sein. Die sollte sich heute auch unbedingt im Internet darstellen lassen, weil die Bedeutung des Internets hat so zugenommen. Und ich muss heute parallel arbeiten, offline, online. Wer allerdings ein reiner Onliner sein will, der muss auch seine Idee ins Offline bringen. Also weil wir Menschen sind in der Mixed Reality, wir sind in beiden Welten unterwegs. Und neben der Geschäftsidee muss er natürlich sich auch überlegen, wie kriegt er die Menschen dazu, so schnell wie möglich über ihn zu sprechen. Das ist gerade am Anfang so wichtig, weil man dort nicht die großen Werbebudgets hat. Und dieses Empfehlungsmarketing, das hat jetzt zu Social-Media-Zeiten eine besondere Relevanz und besondere Wichtigkeit bekommen, weil wir gehen erst und fragen die anderen Menschen. Und die raten zu oder die raten ab und dann ist es Like oder ist es Dislike. Und ich muss natürlich so viele Likes wie möglich produzieren. Und das ist das neue Business-Mantra, sei wirklich gut und bringe die Leute dazu, das vehement weiterzuerzählen. Und sei wirklich gut heißt eben gut im Sinne von sei gut, also excellent und auch sei gut und nicht böse. Weil die, die heute Böses tun, die werden gnadenlos an den Online-Pranger gestellt. Ja, heute liegen die Leichen eben nicht mehr im Keller, die liegen im Web und irgendeiner schaut immer durchs Schlüsselloch und was er da sieht, das erzählt er der ganzen Welt. Und sei wirklich gut heißt, helfe mit dem, was du tust, mit deiner Gründungsidee, helfe die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das gibt Mundpropaganda und das gibt Weiterempfehlungen und das gibt dann auch Loyalität. Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, Touchpoints, auf Tuchfühlung mit dem Kunden von heute. Jetzt arbeiten Sie seit 12 Jahren, haben Sie gesagt, auch vorher im Marketing. Inwieweit hat sich der Kunde wirklich verändert in diesen Jahren? Also es hat sich alles verändert. Wir leben im größten Change-Prozess aller Zeiten. Wir sind in einem Paradigmenwechsel seit Social Media. Das heißt also seit 2007, 2008 in etwa haben sich wirklich die Kräfte gedreht. Das heißt, ich sage immer, das Reh hat heute die Flinte in der Hand. Die Macht ist zum Kunden gewandert. Und wir Kunden heute können heute nicht nur über den Gartenzaun, sondern eben auch im Web darüber sprechen, wer gut ist, wer als Anbieter eben hilft, die Welt ein bisschen besser zu machen, wen man unterstützen kann. Und im Web schlägt es Wellen. Es viralisiert sich, wie man so schön in der Marketingsprache sagt. Und so können eben heute auch Menschen mit ganz wenig Geld, die kein Geld auch ausgeben wollen und können für Werbemaßnahmen, die können heute mit einer tollen Idee sehr, sehr schnell erfolgreich werden. Und das ist ganz was anderes. Und wie gesagt, das Web trennt die Spreu vom Weizen. Das Web hilft, das Böse auszusondern. Und man sieht es ja täglich, die ganzen Skandale, die finden heute im Web ihren Ausgang, ja, und geraten dann in die Öffentlichkeit und ziehen heute wirklich Konsequenzen nach sich. Ihre Kunden sind ja auch sehr vielfältig. Sie haben Betriebe wie Audi, BMW, Erste Bank, die Telekom. Macht gerade dieser Branchenmix auch die große Faszination aus? Ja, für mich ist es natürlich sehr spannend, eben den Blick zu bekommen in die unterschiedlichsten Branchen. Es geht quasi in allen Branchen, geht es immer um die gleiche Themennehmer, nämlich wie kriege ich meinen Kunden dazu, loyal zu sein, freiwillig treu zu sein, idealerweise, wie mache ich ihn zum Fürsprecher, wie mache ich ihn zum Botschafter. Also egal, ob ich ein großes Unternehmen bin oder ein kleines oder ein mittelständisches Unternehmen, Start-up, ich habe immer diese Themen. Die muss man natürlich dann auf die einzelnen Branchen runterbrechen, muss sich anschauen, was passt zu dieser Branche, was kann man wie machen. Und jetzt kommen eben die Touchpoints ins Spiel. Jetzt muss ich eben mir anschauen, wo habe ich als Marke, als Unternehmen
wo haben meine Mitarbeiter eben Berührungspunkte zu den Kunden. Und nun geht es darum, die Reise des Kunden, diese Mixed Reality, Online-Offline-Reise des Kunden, eben an den Berührungspunkten zu optimieren. Zu synchronisieren, das ist die eine Geschichte, und zu optimieren, das ist die andere Geschichte. Und da hat jedes Unternehmen ganz viel zu tun. Das ist eine spannende Sache. Klingt wirklich sehr spannend. Ja. Wir möchten natürlich auch dieses Interview nutzen, um die Privatperson Anne Schüller ein bisschen kennenzulernen. Wenn Sie mal Freizeit haben oder Urlaub haben, was ist denn Ihre Lieblingsbeschäftigung? Gibt es ein Hobby, wo Sie ganz besonders Kraft und Energie tanken? Also ich habe früher wirklich viele Hobbys gehabt. Ich habe heute meine Arbeit so ein Stück weit zum Hobby gemacht. Also ich habe überhaupt kein Thema mit Work-Life-Balance. Für mich ist das alles eins, so wie es früher war. Ja, früher, und wenn man heute den Bergbauern noch zuschaut, da ist das Leben und das Arbeiten ist alles zusammen. Ja, mal arbeitet man, und wenn das Wetter schlecht ist, dann lebt man. Und so ist es ein bisschen bei mir. Also wenn das Wetter schön ist, bin ich immer draußen. Ja, die Gegend hier ist wunderschön. Also wenn ich ein bisschen Zeit hätte, würde ich hier übernachten und würde morgen einfach wohin fahren und mir mit der Karte natürlich hier und würde mir ein bisschen die Gegend anschauen. Solche Dinge mache ich. Ja, früher bin ich ein bisschen extremer unterwegs gewesen. Heute muss ich natürlich auch ein bisschen auf mich aufpassen. Heute mache ich mir die sanften Geschichten. Wenn Sie sich mit drei Eigenschaften selbst beschreiben müssten, welche wären das und warum? Drei Eigenschaften, ja, das ist echt eine schwere Frage, sich selbst mit drei Eigenschaften beschäftigen. Ich denke, Leidenschaft ist ein ganz wichtiges Thema, weil ohne Leidenschaft kann man eben auch die Ideen, für die man stehen mag und mit denen man andere entzünden mag, kann man die nicht rüberbringen. Mut ist eine Geschichte, ja, weil also sich selbstständig zu machen, aus dem Arbeitsverhältnis rauszugehen und sich selbstständig zu machen, erfordert Mut, ja, auch mit einer Idee an den Markt zu gehen, in der Hoffnung, es findet Leute, die sich für die Idee interessieren. Das erfordert Mut und Ausdauer. Ausdauer ist auch ein wichtiger Punkt. Also bei mir ist es Gott sei Dank sehr, sehr schnell gegangen, aber es gibt auch Themen, die dauern einfach, und die Zeit und die Geduld, die muss man dann haben. Ja, das sind wichtige Eigenschaften. Okay, jetzt sind wir schon am Ende angelangt, und es bleibt noch der Kanal 3 Fragebogen, den ich Sie bitte, mir zu vervollständigen. Ein guter Tag beginnt für mich mit 10 Tassen Kaffee. Glücklich bin ich, wenn? Glücklich, wenn ich in ein Kindergesicht, ein strahlendes Kindergesicht schauen kann. Das ist, glaube ich, das schönste kleine Erlebnis, was man haben kann. Und zum Abschluss, für meine Zukunft wünsche ich mir? Für meine Zukunft wünsche ich mir ganz viel Gesundheit, ganz viel Kraft, dass ich das, was ich mache, noch ganz lange tun kann. Das wünschen auch wir Ihnen und sagen vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön. Unter dem Motto Industrie und Wirtschaft erleben lädt Kraft das Murtal zum Tag der offenen Tür am Freitag, dem 9. Mai 2014. Nützen auch Sie die Gelegenheit und lernen Sie folgende Betriebe von 11 bis 16 Uhr näher kennen: Hage Sondermaschinenbau, Stahl Judenburg, Wuppermann Austria, IBS, Brauerei Murau, KLH, Maschinenfabrik Berger, Neusen Hydrotech und Sandvik Mining and Construction. Werfen auch Sie einen Blick hinter die Kulissen moderner Industriebetriebe bei laufender Vollproduktion. Seien Sie dabei am Freitag, dem 9. Mai 2014. Einkaufen, genießen, Freunde treffen. Die Stadt Judenburg lädt zum romantischen Nachteinkauf, zur Nacht der Herzen. Am Freitag, dem 9. Mai 2014 von 18 bis 22 Uhr. Rund 50 Geschäfte der Innenstadt laden zum gemütlichen Einkaufsbummel mit vielen tollen Muttertagsangeboten. Erleben Sie kulinarische Spezialitäten aus allen Regionen Italiens. Und zu einem schönen Abend gehört natürlich auch romantische Musik. All das gibt's am Freitag, dem 9. Mai in der Judenburger Innenstadt. Der 10. Mai ist einmal mehr ein Tag, an dem ein Museum des Monats all seine Gäste zu einem Gratisbesuch in unsere Vergangenheit einlädt. Diesmal stellt sich das Stadtmuseum Trofeiach in den Mittelpunkt mit seinen Schwerpunkten der historischen Trachten des Gebiets rund um den steirischen Erzberg und der Volksmedizin. Ab nach Trofeiach am 10. Mai in das Stadtmuseum Trofeiach. Haben Sie für Ihre Mutti schon eine Überraschung für den Muttertag? Wenn nicht, dann kommen Sie doch am 10. Mai in die LCS Leoben, denn dort werden alle Muttis und Omis mit einem tollen Muttertagskonzert von den Edelsehern verwöhnt. Und auch ein kleiner Blumengruß wartet auf jede Dame am 10. Mai. Ab 14 Uhr geht's los in der City, wo sonst? Servus Alex, grüß dich. Wo es der Uhrturm für Graz ist, das ist der Alex Rehard für die Band für Steiermark. Und wie soll ich dich jetzt nennen? Godi?
Gottfried oder Herr Reier? Ich bin der Godi. Okay, und der Godi und ich, wir laden euch jetzt ganz herzlich zum Jubiläumskonzert der Band für Steiermark auf dem Grazer Hauptplatz ein. Hinterm Semmering die Wüden haben wir ganz einen eigenen Brauch. Sind im Popgeschäft die Kaiser und im Kirchen sind sie auch. Trinken oft und gern ein Schücher, nehmen die Gitarre mit und durch ins Handybücher und haben wieder einen Hit. Mein Herz so grün, wie immer grün. Die Band für Steiermark mit der Hymne, die 1993 in Schladming zum ersten Mal war. 10.000 People! Mai, Hauptplatz Graz, wir sehen uns. Das machen wir jetzt nochmal, dass es noch flüssiger ist, okay? Ich sag 3-4. Okay. 3-4, gell? 23. Nein. Achso, ja. Du sagst Action? 3-4. 23. Mai, Hauptplatz Graz, wir sehen uns! Abnehmen leicht gemacht? Das soll gehen. Ja, mit der thermophysischen Methode bei Figurbell in Knittelfeld können Sie zu jeder Jahreszeit zusehen, wie sich die Zentimeter an Ihrem Körper reduzieren. Sie glauben es nicht? Dann ab zu Sabine Strannerlipscher in das Figurbell-Studio und selbst ausprobieren. Sie suchen Bademoden mit dem Wow-Effekt? Dann sind Sie bei Aha-Moden in Knittelfeld genau an der richtigen Adresse. Bewährte Schnitte treffen hier auf modische Details und das in allen Größen. Modetrends für den Strand und den Pool werden hier auch mit den passenden Accessoires kombiniert, sodass Ihr Auftritt ein unvergesslicher wird. Den richtigen Internetanschluss noch nicht gefunden? Wie wär's mit Fiberspeed 20, der Internetanschluss für den täglichen Gebrauch? Zu langsam? Wie wäre es dann mit Fiberspeed 40, der Highspeed-Anschluss für Multimedia-Anwender? Immer noch zu langsam? Wie wäre es mit Fiberspeed 60, der Multimedia-Anschluss für den Power-User und Gamer?
noch zu langsam? Wie wär's dann mit Fiberspeed 100, der schnellste Highspeed-Internetanschluss in Ihrer Region? Fiberspeed, das schnellste Internet im Eichfeld. Autohaus Peuer, Ihr Spezialist für die Marken Opel, Chevrolet und Suzuki. Egal ob neu, Gebrauchtwagen oder Autovermietung. Unter dem Motto freundlich, pünktlich und genau, ein Team, dem ich vertraue, ist das Team des Autohaus Peuer seit 1989 bemüht, die Kunden durch eine familiäre Atmosphäre sowie Fachkompetenz der bestens geschulten Mitarbeiter zu begeistern. Infos unter www.peuer.at. Lust auf eine gute Jausen mit Trockenwürstlern, feinen Speck und hausgemachten Käse von der Vorarlberger Käsestraßen? Dazu einen guten Fruchtsaft, einen Uhudler oder ein weißer Schokolikör und das vielleicht sogar als Geschenkskorb verpackt und verschenkt? Das alles kriegst du beim Genussshop in der Arena. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Haben Sie schon gehört von den neuesten Trends bei optischen Brillen und Sonnenbrillen? Und haben Sie schon gesehen, dass man bei Optik Heumann einen kostenlosen Hörtest machen kann? Das alles sollten Sie sich ansehen. Optik Heumann in Judenburg und Leoben. Kulinarischer Genuss in der Therme Aqualux in Fonsdorf. Sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Jetzt Hausmesse bei Tenne. -20% auf alles. Tenne, das Bad zum Leben. Laute Motoren, getunte Autos, DJs und sogar eine Stuntcrew, das alles hat es am vergangenen Wochenende am Red Bull Ring gegeben. Rund 3000 Besucher haben sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Vergangenes Wochenende war die Stimmung am Red Bull Ring einmal mehr am Kochen. Das Ziel, auf das Murtal aufmerksam zu machen, wurde mit dem kürzlich stattgefundenen Paul Walker Gedenk- und Tuning-Treffen sicherlich erreicht. Tausende autobegeisterte Menschen fanden sich am Red Bull Ring ein, um selbst ihre aufgemotzten Gefährte zur Schau zu stellen oder die ausgestellten Objekte zu bestaunen. Auch Firmen und Rennclubs hatten an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Unternehmen zu präsentieren. Mit welchem Auto bist du da? Mit diesem Golf 3. Und wie viel Zeit steckst du da hinein? Jetzt mittlerweile nicht mehr so viel,
familienbedingt, aber da stehen ca. 6-7 Jahre war die Umbauzeit. Und wie viel Euro ungefähr? 40.000, 45.000. Durch die, es waren mehrere Umbaustufen und das ist jetzt die letzte, die Finale. Nicht nur die Motoren brachten perfekte Stimmung, sondern auch die DJs des Labels Spinning Records sorgten vor Ort für die passende musikalische Umrahmung. Es war schon sehr knapp zum Zufahren da, weil so viel los ist. Von der Musik her ist es immer sehr angenehm, wenn man da drüber geht und man kriegt schon einige Einblicke da von den Autos. Dankt mir sehr, also ich bin überhaupt ein Fan von Tuning-Treffen und so und heute durch das Paul Walker, bin ein Fan von Paul Walker gewesen und ja, um 5 Uhr geht dann eine schwierige Minute kurz los, dass wir da ein bisschen ins Thema reinkommen, ja. Das Tuning-Treffen stand ganz im Gedenken an den im vorigen Jahr verstorbenen Schauspieler Paul Walker, dessen Filme die ganze Tuning-Szene geprägt und revolutioniert haben. Um 15 Uhr war es dann soweit und die Menschen versammelten sich, um bei der mit Freude erwarteten Stuntshow in der ersten Reihe zu stehen. Die vier Jungs von Gentleman Stunt legten eine atemberaubende Show hin. Der Asphalt glühte, die Reifen rauchten und die Gäste waren begeistert. Wir machen das Ganze seit 2010, sind intensiv dran und es ist halt so wie bei jeder anderen Sportart auch, es ist einfach üben, üben, üben. Das ist das Wichtigste, dass das weitergeht. Das Tuning-Treffen hatte so einiges zu bieten und so war für jeden Geschmack etwas mit dabei. Auch ATV-Sternchen Moni ließ es sich nicht nehmen, diese Veranstaltung zu besuchen. Ich bin ein ganz großer Fan von Autos. So allgemein, was ein Auto unbedingt haben muss, würde ich jetzt nicht sagen. Manche stehen halt drauf, wenn es schnell ist oder wenn es teuer ist oder was auch immer. Ich bin einfach verliebt in mein Auto und das reicht mir eigentlich schon. Was hast du für Auto? Ein Toyota Celica. Und was erwartest du von dem Nachmittag heute noch? Ja, eigentlich dasselbe wie immer da. Es wird sicher noch ganz lustig, viele neue Leute lernt man kennen. Es ist halt immer schön, wenn alle zusammenkommen, die dasselbe Interesse haben. Alles in allem hatten wir einen sehr abwechslungsreichen und aufregenden Nachmittag und die Motoren schreien schon jetzt nach Wiederholung eines solchen Tuning-Treffens am Red Bull Ring. Liebe Zuseher, geht es Ihnen vielleicht so wie mir, dass Sie im Wonnemonat Mai zu einer Hochzeit eingeladen sind oder vielleicht auch zu einem runden Geburtstag? Sie wissen aber nicht, was Sie anziehen sollen? Dann gibt es jetzt für Sie besondere Tipps von Susi Fashion und Style. Hallo, herzlich willkommen bei Susi Fashion and Style. Wir sind nun im Mai, der Monat der Feste, Familienfeiern, Hochzeiten. Und das passende Outfit dazu, das können Sie sich bei uns gut ansehen. Ich möchte Ihnen heute unsere schönsten Kleiderideen zeigen und wir beginnen gleich einmal mit tollen Modellen von Jones. So wie hier, dieses wunderschöne rot gemusterte Kleid. Das können Sie tragen mit dem schönen Blazer in Rot oder auch mit feinem Strick. Tolle Farbe, passt zu jedem Typ. Oder, auch total angesagt heuer, dunkelblau mit Weiß, so wie hier, auch von Jones. Auch das kurze, ungefütterte Jäckchen dazu und Sie sind perfekt angezogen. Was natürlich ein großer Vorteil ist bei uns, wir haben immer den passenden Schuh für Sie von Tamaris, eine wunderschöne, gute Schuhmarke mit einem tollen Preis-Leistungs-Niveau. Eine sensationelle Farbe dieser Saison möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, dieses wunderschöne Grün von Jones. So wie hier dieses edle Spitzenkleid. Spitze ist ja ganz ein heißes Thema heuer in der Saison. Oder auch einmal zur Abwechslung, wenn Sie gar nicht auf Kleid stehen, gäbe es auch die Möglichkeit, in dieser sensationellen Farbe einen Hosenanzug zu ergattern. Hier sind wir bei unserer Top-Kollektion Beate Heimann. Wunderschöne Kleider, total angenehm zu tragen und irrsinnig plakativ. So wie hier dieses wunderschöne Modell, das Sie an mir sehen. Oder ein absolutes Highlight, dieses schöne glänzende Spitzenkleid mit dem passenden Polero. Wie gesagt, diese Kleider sind so easy zu tragen und schauen einfach sensationell aus. Oder auch einmal in dunkel gehalten, ein edles Kleid, Seide-Viskose-Gemisch in dieser dunklen Farbstellung. Nicht nur Farbrausch ist angesagt, sondern heuer geht man im Sommer auch ganz stark auf Schwarz. So wie hier von Jones, die ganz neue Kollektion. Ebenfalls wieder ein Kleid mit gewissem Spitzeneffekt. Richtig schwarz mit einem zarten darunter oder so wie hier schwarz Fond und bedruckt, sieht auch besonders edel aus und wirkt schon ein bisschen frischer. Oder wenn Sie es noch lieblicher mögen, dann mixen Sie einfach einmal schwarz mit zartem Rosé.
Bei den Herren gibt es natürlich keine Kleider, ist ja klar. Dafür wunderschöne Sakko-Ideen. Es gibt heuer total lässige, ungefütterte Baumwoll-Sakkos für Feiern, für Sportfeste, für dieses nicht ganz offizielle und natürlich wunderschöne Sakkos, ob dunkelblau oder lässiges Mittelblau oder sehr schön auch immer diese sandfarbenen Sakkos, egal ob mit eleganter Hose oder mit Jeans, durchaus sensationell zu kombinieren. Ja, so einfach ist es, sich im Mai elegant und doch lässig zu kleiden. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil des heutigen Tages. Und zwar, als besonderes Zuckerl bieten wir Ihnen am Mittwoch, den 7. und am Donnerstag, den 8. Mai, -20% auf das gesamte Sortiment an. Also nutzen Sie diese Chance, kommen Sie zum Kleider- oder Sakko-Shopping, -20% am Mittwoch, den 7. und am Donnerstag, den 8. Mai. Vielen Dank! In gemütlicher Stimmung wurden einmal mehr die Sportlerinnen und Sportler der Stadtgemeinde Judenburg für ihre Erfolge ausgezeichnet. Was an diesem Abend bei der Sportlehrung noch alles zu sehen war, haben wir für Sie jetzt im nächsten Beitrag. Bei der bereits zur Tradition gewordenen Sportlerehrung für das Vereinsjahr 2013 in Judenburg wurden 65 Sportler und Sportlerinnen für insgesamt 168 Titel geehrt. Ausgezeichnet wurden die Damen und Herren für Erfolge in den verschiedensten Sportarten und Altersklassen von ganz klein bis ganz groß. Die Stadt Judenburg ist sehr stolz, eine so große Dichte an sportlichen Erfolgen vorweisen zu können. Ich möchte mal ein herzliches Danke der Stadt Judenburg mitgeben für das, dass sie den Namen Judenburg weit über die Stadtgrenzen hinaustragen. Und ich möchte Ihnen Mut zusprechen, noch mehr Leistungen zu bringen, noch vielleicht mehr Menschen, vor allem junge Menschen, zum Sport zu bringen, mit ihren Leistungen dazu zu motivieren. An diesem Abend wurden nicht nur Sportlerinnen und Sportler für deren besondere Leistungen ausgezeichnet, sondern auch die Funktionärinnen und Funktionäre wurden geehrt. Die Veranstaltung wurde von Talenten der Ulrich von Lichtenstein Kunst- und Musikschule der Stadt Judenburg musikalisch umrahmt. Ich bin froh, dass wir hier in Judenburg 36 gut funktionierende Sportvereine haben, wo sich die Kinder und Jugendlichen gesund entwickeln können. Neben diesen Erfolgen, die wir heute gefeiert haben, sind immerhin 168 Meistertitel. Das zeigt natürlich auch, dass man viele Entbehrungen in Kauf nehmen muss. Man muss auf vieles verzichten, aber es lohnt sich auch. Sport bedeutet auf der einen Seite Energie, Sport bedeutet auch Dynamik, Sport bedeutet Freundschaft, Sport bedeutet aber auch irgendwo gemeinsam was zu erleben, gemeinsam mitzufeiern. Und das ist ganz, ganz wichtig für einen gesunden Lebensweg. Und das kann ich der Jugend mitgeben. Einfach neben der Schule einfach einmal ausgelassen in den Sportvereinen Sport zu betreiben. Das ist gesund für einen gesunden Lebensweg. Und das kann ich den Jugendlichen mitgeben. Im Anschluss an die Ehrungen gab es noch ein gemütliches Beisammensein im Zentrum in Judenburg. Wir kommen jetzt noch einmal zur Mode zurück, denn nicht nur die jungen Damen möchten schick gekleidet sein, sondern auch ältere Damen legen sehr viel Wert auf stilvolle, elegante und modische Kleidung. Und wo finden diese Damen diese Mode? Bei Labella in Judenburg. Altbacken war gestern. Seniorenmode von Labella geht von klassisch bis modern und von sportlich bis elegant. Labella bietet vielfältige Mode für jeden Geschmack. Sie hat eine wunderschöne Auswahl, eine große Auswahl, eine sehr große Auswahl und immer wieder was Neues. Man geht einfach gern hinein. Nein, ich muss auch sagen, sie sind wirklich sehr topmodisch gekleidet. Farbenzusammenstellung, einfach top. Ein bisschen ein Hobby von mir. Grau, beige und unförmig geschnitten, muss Mode so aussehen? Nein, ganz und gar nicht. Auch Damen in der zweiten Lebenshälfte möchten sich modebewusst kleiden und gut aussehen. Im Vordergrund steht die Bequemlichkeit, die Pflegeleichtigkeit, aber auch die Farbauswahl ist wichtig. Es muss nicht trist sein. Lockern Sie Ihre Kleidung mit Accessoires auf. Ein Halstuch, eine Weste oder eine Kette peppen Ihr Outfit auf. Sich im Alter modisch zu kleiden, war früher verpönt, aber jetzt gehört es zur Norm. Labella bietet Ihnen eine Seniorenmode von guter Qualität, pflegeleicht und fast bügelfrei. Änderungen sind bei uns kein Problem. Bei uns finden Sie schnell und unkompliziert Ihre neue Kleidung für jeden Bedarf. Verzichten Sie nicht auf eine regelmäßige Aktualisierung Ihrer Garderobe. Es ist wichtig, dass man auch im Alter ein bisschen Modebewusstsein hat. Das schadet niemandem, egal welchem Alter.
Egal ob Seniorenhaus, Pflegeheim oder betreutes Wohnen, ich komme zu Ihnen und bringe den aktuellen Schick zu Ihnen ins Haus. Einfacher kann Shoppen nicht sein. Am 9. Mai gibt es wieder die lange Nacht der Herzen. Bei Labella können Sie alle Aktionen und Angebote den ganzen Tag nützen. Außerdem findet um 16 Uhr im Café Steinkellner die Muttertagsmodenschau Mode und Wein statt, zu der Sie alle herzlich eingeladen sind. Einmal mehr geht eine Ausgabe vom Kanal 3 Panorama nun zu Ende. Die nächste neue wartet auf Sie ab Freitag mit informativen Themen aus unserer Region. Wenn Sie sich zu uns Kanal 3 informieren möchten, dann können Sie das auf unserer Homepage www.kanal3.tv oder Sie schauen auch auf Facebook vorbei. Da stellen wir immer lustige Fotos von unseren Träderminen hinauf. Ebenso sind wir auf YouTube zu finden. Wenn Sie das aktuelle Programm nachlesen möchten, dann können Sie das in der aktuellen Ausgabe der Murtaler Zeitung und den Obersteirischen Nachrichten. Ich sage jetzt Dankeschön fürs Mit dabei sein und hoffentlich bis zur nächsten Woche.